Guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend. Ich darf Sie wieder zu den neuesten Nachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken begrüßen. Zuerst eine kleine Änderung. Zukünftig werde ich Sie mit einem guten Tag begrüßen. Und dann noch die Frage von Kalle Hanschke: Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Die ist wohl jetzt beantwortet worden. So, und jetzt viel Spaß bei den neuesten Nachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken. Hallo, guten Tag, meine Damen. Oh, ich mal wieder. Grüß dich, oh. Was kochen wir denn heute Schönes hier? Das kochen wir. Sag mal, was ist das? Eine Creme, eine Aha. Suppe. Ja. Spinatsuppe. Spinatsuppe. Das ist. Was ganz gesund ist, ja? Die Suppe ist der Blattspinat, frisch. Ah, frischer Spinat? Ja, mit Schafskäse. Ja. Und was sind das für schöne Teilchen hier? Das heißt Empanadas. Empanadas. Und das ist der Mehl, ja. Maismehl ja, mit Maismehl, Mais. Ja. Und dann konntest du Gefühl mit Hühnchen und ja, Paprika oder kannst du auch machen, was du willst. Ja, aber heute essen wir mit Hühnchen. Ja, ist ja ganz toll. Das wird ja bestimmt schmecken. Also ich freue mich ja schon darauf, dass wir gleich essen können. Okay, das freue mich auch. Wir warten auch sehr lange. Und da ist die Banane. Oh, leckere Banane. Ein bisschen Braten ja. mit Butter. Und kommt da noch Honig? Und dann kommt, da kannst du auch mit Honig, aber mit Honig, diesmal ne? ist der Rohrzucker. Rohrzucker. Mhm. Und das war's. Oh, lecker. Und probieren dann wir mal Banane mit Rohrzucker und nicht mit Honig, ne? Ja, eben. Aha. Ja. Und mehr nicht. Und ich wünsche alle guten Appetit. Ja, danke gleichfalls. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, es ist mir eine große Freude, Sie auf die Show-Highlights hier bei uns im Kulturzentrum Staaken hinweisen zu dürfen. Es beginnt am 1.7. mit Eliza and Her Gentleman in den Rollen von Dean Martin, Doris Day und Sammy Davis Jr. erleben Sie Alexander Konjewitsch, Elisabeth Christa und Ralph Allison. Es geht weiter am 8.7. mit unserem Familienvarieté. Ab 16 Uhr haben Erwachsene für 5 Euro Eintritt, Kinder bis 12 Jahren keinen Eintritt, die wunderbare Möglichkeit hier bei uns Bauchtanz, Performance, Akrobatik und Magie und Comedy zu erleben. Alles kurz vor den Ferien. Am 14.7. ist Damn Squad bei uns mit seiner Tapestick-Party. Mit an Bord sind die Hip-Hop-Künstler Kayla, Julek Abi und Drace, Meso Rap, Mekok, Direct BMA, Drill Mac, ASEC 36 und natürlich Damn Squad. You got it. Right. Man kann natürlich gleich sitzen bleiben für Country, Oldies und Rock'n'Roll mit Bernd Newman and Friends am Samstag, den 15.07. 18.30 Uhr Einlass, Beginn 19 Uhr. Kümmern Sie sich bitte rechtzeitig um Karten. Wir haben eine große Tanzfläche für Sie vorbereitet. Entsprechend gering ist die Zahl der zur Verfügung stehenden Sitzplätze. Und da wir nicht genug kriegen können von guter Laune, schwurft die AWO mit Ihnen am 22.07. ab 15 Uhr mit Live-Musik von Alleinunterhalter Ralf Armbruster an der Hammond-Orgel. Ich wünsche gute Unterhaltung, viel Spaß und bis dahin. Ach, hallo Leute. Mann, hab euch ja nicht gesehen, dass ihr da seid. Ha, wisst ihr was? Das Ding da, das steht hier im Kulturzentrum. Im Foyer. Mann, erst dachte ich ja, hier kann man fernsehen. Tja, dann habe ich mal genauer hingekickt. Und da steht Seniorennetz Berlin. Ha, dann dachte ich, jetzt werden die Senioren schon mit dem Netz eingefangen. Das wäre lustig. Nee. Wisst ihr was? Das ist dafür da, wenn man im Internet mal was raussuchen will. Ja, genau, dafür ist es. Also, wenn du mal herkommst, dann kannst du mal einfach probieren.
Und bestimmt ist irgendjemand da, der hilft dir dann auch. Also trau dir einfach. Bis denn. Tschüssi, Koski. So, das war's für heute. Wir hoffen, dass Sie wieder einige interessante Dinge erfahren haben. Und wie immer, zum Schluss ein Spruch. Bei diesem Spruch war meine Frau begeistert, als ich ihn ausgesucht habe. Und der Spruch ist von Sasa Gabor, die leider nicht mehr unter uns weilt, aber die auch immer ganz nette Sprüche hatte. Natürlich muss man Männer nehmen, wie sie sind. Aber man darf sie nicht so allein lassen. So, das bedeutet, ich muss jetzt ganz dringend nach Hause gehen und sage jetzt Tschüss.